Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 3. März, dem Tag der EZB. Und dennoch wollen wir hier vorerst auf das Kebel schauen, das gestern hier mit 186 Pips nach unten aufwartete. Wir sehen hier auf der linken Seite den Stundenchart zum Währungspaar und mit grandiosen Ausverkaufskerzen ging es hier gerade am Nachmittag rigoros nach unten. Hier dann allerdings der gestrige Einkaufsmanager-Index, der hier sozusagen für eine gewisse Startschwäche sorgte. Das britische Pfund kam hier am Mittwoch bereits um 10:30 Uhr. Das ist immer so eine Terminzeit, die man gerade bei Pfund-Währungspaaren im Auge haben sollte. Und wir hatten ja gestern den Euro gegenüber dem britischen Pfund im Fokus. Und wie verwiesen da schon auf eine mögliche Ausbruchstendenz, die letztlich, und da sehen Sie ja hier, wenn das britische Pfund so dermaßen abwertet, natürlich nach oben sich auflöste. Dazu nochmal das gestrige Video anschauen. Das ist hier technisch gesehen eine ganz starke Aktion, die gelaufen ist. Allerdings heute EZB-Event wird es nochmal spannend. Ich will jetzt allerdings darauf hinweisen, dass, wie gesagt, der gestrige Einkaufsmanager-Index für den Bausektor hier für einen Rückschlag sorgte, am Nachmittag dann hier eine US-Dollar Stärke direkt gegenüber dem britischen Pfund oder vielmehr eben die britische Pfundschwäche hier massiv Einzug hielt. Und heute haben wir wieder mal 10:30 Uhr einen Einkaufsmanager-Index zu erwarten. Gestern Bausektor, heute Dienstleistungssektor. Da wird spannend, was passiert. Wir sehen hier beim britischen Pfund auf Stundenbasis nach dem Ausverkaufstief gestern um 18 Uhr 1:48:95 hier so einen leichten Horizontal-Support. Doch fangen wir erstmal mit dem Wochenchart an. Und da wird es interessant, dass wir hier im Kontext dieser großen Bewegungen unmittelbar an dieser Unterstützungszone hier aus 2013 stehen. Da gab es ja damals einen schönen Doppelboden. Sie sehen, was im Anschluss passierte. Einige tausend Pips ging es nach oben, dann scharfe Korrektur mit Beginn der US-Dollar-Aufwertung. Hier Mitte 2014, gerade zum Sommer, dann ging es hier rigoros nach unten. Das Niveau wurde nochmal getestet, unterschritten nach dem Motto hier Fake Out, denn im Anschluss ging es rigoros nach oben und seither sehen wir hier jedoch seit Juni eine Abwärtstrendkanalstruktur. Und interessanterweise sind wir eben unmittelbar hier an der Zone von 1,4860. Das ist der Support hier aus 2013 mit diesem Fake hier vom Frühjahr diesen Jahres. Da stehen wir jetzt unmittelbar davor. Und was noch interessant ist, wir haben hier einen Abwärtstrendkanal, dessen untere Abwärtstrendkanallinie hier mit dem Tief von gestern sozusagen touchiert wurde und hier rein technisch gesehen jetzt ja die Möglichkeit besteht, dass wir hier zumindest einen Erholungsimpuls sehen könnten. Schauen wir uns das mal auf Tagesbasis an. Hier die Situation der letzten Bewegungen. Ein Markttechniker blüht hier auf, weil im Grunde genommen es immer wieder zu tieferen Hochs im Anschluss von tieferen Reaktionstiefs gekommen ist. Was interessant ist allerdings hier, und da will ich kurz darauf verweisen, nutzen Sie Fibonacci, hoch-tief angelegt. Moment, das drehen wir mal, damit die Projektion stimmt. Also hier ans lokale Tief, ans lokale Hoch. Und jetzt machen wir mal von den Leveln her mal das 61er deutlich, weil darauf kommt es jetzt mal hier speziell an. Da ist nämlich eine angenehme, interessante Analogie zu sehen. So, machen wir das noch dicker. So, da sehen wir das 61er Level. Machen wir das am besten noch schwarz. So kann man es gestalten. So, Sie sehen, Ausverkauf am 61er Level gestoppt. Wir kopieren das Ganze mal. Gehen hier zum nächsten Abwärtsimpuls, passen das von der Größe her wieder an, im Bereich des 61ers gestoppt. Wir machen das gleiche wieder, hoch zu tief, um eben hier die Bewegungsabläufe zu erhaschen. Und hier interessanterweise wieder am 61er Achter gestoppt. Und das können wir jetzt nochmal mit einer Ellipse zeichnen. Das haben wir im Übrigen gestern auch im Devisenradar-Webinar thematisiert. So, wir sehen hier das Umkehrlevel am 61er Niveau. Hier das Umkehrlevel am 61er Niveau und interessanterweise, wenig überraschend, auch hier das Umkehrlevel am 61er Niveau. Also wenn man hier auf Tagesbasis rein das 61,8er Level geschortet hätte mit Stopp beim letzten Zwischenhoch 100%, dann wäre das hier eine sehr, sehr lukrative Angelegenheit seit einiger Zeit beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Und jetzt stellt sich hier sicherlich der ein oder der andere die Frage, wie kann es jetzt weitergehen? Natürlich kann der Markt auch jetzt von diesem Niveau ausgehend, und wir haben hier so ABC strukturtechnisch auch schon die Längengrade hier nach unten sozusagen im Fokus. Und wenn wir jetzt auch hier wieder, Moment, dann mache ich das, nehme ich mal direkt das vorherige Fibonacci, da haben wir es ja noch grafisch schon hervorgehoben. Auch hier jetzt wieder vom letzten Reaktionshoch ausgehen ans letzte Reaktionstief. Da wäre rein technisch gesehen Luft
bis zu diesem Widerstandslevel um 1,52. Passen wir das mal an. Hier wäre das 61er Level. Und ich will nicht sagen, dass das britische Pfund sich jetzt hier massiv erholen muss, aber die technische Gelegenheit aufgrund des Wochenbars-Charts, untere Trendkanallinie, die man auch hier sozusagen in den Chart zaubern kann, und rein eben von der Symmetrie der Abläufe, wäre es, und dafür sieht es eben ganz interessant aus, hier durchaus denkbar, dass das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar eben eine solche Bewegung vollzieht. Jetzt machen wir hier nochmal den roten Abwärtsimpuls als Fortsetzung erstmal. Da haben wir den Punkt hinzugefügt. Das ist erstmal das lokale Tief. Und jetzt ist eben die Gretchenfrage, ob das Währungspaar mit dem gestrigen Tief ein lokales Tief ausgebildet hat und jetzt dann eben danach strebt, ein neues Bewegungshoch zu machen. Man mutmaßt ja auch, dass das Jahr 2016 eine Überraschung beinhalten könnte, in Form dessen, dass da das britische Pfund, beziehungsweise vielmehr das Vereinigte Königreich, die Bank of England im Speziellen hier den Leitzins eher und aggressiver anheben wird als die USA, wenn es dazu kommen sollte, dass sich diese Spekulationen mutmaßen. Das hatten wir auch, wie gesagt, im Jahr 2014 zu Beginn schon solche Spekulationen. Dann kann man hier davon ausgehen, dass es eine enorme Erholungsbewegung gibt. Aber ich will hier erstmal auf die Symmetrien hinweisen und darauf, wenn es eine Erholung beim britischen Pfund gibt. Man muss bei einem neuen Tief natürlich hier dann das Fibonacci-Level anpassen. Aber wenn es eine Erholung gibt, dann wäre es aus aktueller Sicht mit keinem neuen Verlaufstief hier im Bereich 1,5165, 1,52 plus minus 10 Pips hier in dieser Zone auf jeden Fall interessant, auf einen möglichen Short zu setzen, nach einer Erholung wohlbemerkt. Rein saisonal würde das auch ins Bild passen. Wir haben zwar jetzt hier keinen starken Erholungsmove vor uns rein von dem, was hier saisonal uns vor Augen liegt, aber man sieht, ab Mitte Dezember geht es tendenziell gen Süden. Dehnen wir das Ganze mal auf die nächsten 40 Handelstage auf und schauen ins Jahr 2016. Dann sehen wir hier, dass es tatsächlich bis Ende Dezember runtergeht, dann mehr oder weniger seitwärts, um im Januar dann sozusagen eine Stabilisierung zu erfahren. Aber wenn wir die nächsten Tage jetzt hier eine Erholung sehen sollten, dann wäre hier, und das sehen Sie unten an der Datumsanzeige, hier Mitte Dezember unter Umständen ein guter Zeitpunkt Short zu gehen. Die Frage ist eben nur, ob man sich hier wirklich zum Jahreswechsel bzw. zur Weihnachtszeit hier so aggressiv dem Markt stellt und ob die Symmetrie aufgrund dann sehr anzunehmender geringerer Volatilität bzw. geringerem Volumen, Volatilität sei mal dahingestellt, vielmehr dem geringeren Volumen, dann hier eben auch solche Symmetriefortsetzungen stattfinden. Aber der Hinweis sei gestattet, dass das eben hier beim britischen Pfund gerade sehr interessant erscheint. Grundsätzlich, wie gesagt, hier diese Option, dass sich das britische Pfund erholen könnte, wenn das nicht geschieht, und dann gehen wir nochmal kurz im Wochenchart, um das große Bild zu erfassen, dann muss man ganz klar sagen, wenn wir hier unter 1,48 rausgehen, 1,48,30, da würde ich auch gerne das Tief hier vom Juli 2013 nehmen, 1,48,13. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir hier die Tiefs vom April des laufenden Handelsjahres bei 1,45,62 ansteuern und dann gegebenenfalls sogar hier die Niveaus aus 2010 wiedersehen. Das wären dann Levels um 1,42,40, wenn es denn hier zu einem rigorosen Ausverkauf kommen würde. Aber wie gesagt, technisch haben wir hier im Prinzip eine mögliche Erholungschance vor uns, die dann aber, wie gesagt, auch mittelfristig weitere Preistiefs nach sich zieht, rein trendtechnisch, rein charttechnisch, es sei denn eben hier die Spekulation im Sinne einer früheren Zinsanhebung, einer stärkeren Zinspolitik aus dem Königreich, würde dann hier das Maß komplett umkehren. Und speziell über 1,52,30, 1,52,50 wäre, gerade wenn man hier die Symmetrie der 61er Fibonacci Retracements nach oben auflöst und insbesondere hier das letzte Reaktionshoch vom 19. November bei 1,53,35 auflöst, hier oben, dann muss man sagen, hat das britische Pfund sicherlich gute Karten, weiter nach oben anzuziehen. Heute aber, 10.30 Uhr, auch wieder ein Einkaufsmanager-Index, Dienstleistungssektor. Man darf gespannt sein, jetzt sind wir hier im Stundenchart, ob das britische Pfund hier nach oben spiked. Man muss damit rechnen, dass 10.30 Uhr hier immer wilde Preisbewegungen, unter Umständen auch Spread-Ausdehnungen erfolgen. Das lässt sich nicht bestreiten. Achten Sie hier auf die Unterstützungszone, auf die frisch etablierte Unterstützungszone 1,49,20, 1,49,25, hier diese in grün eben dargestellte Zone. Oberhalb dessen besitzt das britische Pfund durchaus Reaktionspotenzial, um auf die gestrige Ausverkaufsbewegung mehr oder weniger zu reagieren. Allerdings alles hier rein korrektiv. Auch wenn wir hier Fibonacci anwenden, dann sieht man, dass es hier im Endeffekt auch schon Clusterwiderstände gibt. Wir haben 50er Retracement beispielsweise, wäre dann im Prinzip hier um 1,5011 etwa Schluss mit lustig. Wir haben bislang beim britischen Pfund nur 28 Pips zurückgelegt. Das heißt, hier kann auch ein Stück weit was an Bewegung kommen. Rechnen Sie mit 10.30 Uhr, dass da erhöhte Volatilität einzieht. Tatsache ist, wenn wir hier neue Hochs machen,
nach oben, dann ist sicherlich die Chance gegeben, dass sich das britische Pfund hier während des weiteren Handelstages fortwährend erholt. Die EZB dürfte das britische Pfund jetzt weniger stören, aber gegebenenfalls auch darauf achten. Wir werden den Euro-US-Dollar nachher nochmal einfangen im Stream. Dahingehend in Sachen News Trade dann nochmal eine Vorstellung machen, die dem einen oder anderen auch bekannt sein dürfte, wie man den Euro beispielsweise hier zum Event handeln kann. Schauen wir uns das mal an, nachher auf jeden Fall. Jetzt sage ich erstmal danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Bis dahin erstmal oder bis später vielmehr oder dann bis morgen. Ihr Christian Kämmerer, ich wünsche was, beste Grüße und Ciao.